Der Achselschleppgriff. Der Rettungsgriff nach Flake mit Befreiung aus der Halsumklammerung von hinten. Der Seemannsgriff. Die Person wird nach der Befreiung mittels Achselschleppgriff oder Seemannsgriff oder Rettungsgriff nach Flake an den Beckenrand gebracht. Achten Sie darauf, dass der Kontakt zur zu rettenden Person nie unterbrochen wird. Legen Sie die Hände des zu rettenden übereinander und steigen Sie aus dem Wasser, ohne eine Hand von der Person zu lösen. Fassen Sie die Handgelenke über Kreuz und drehen die Person mit dem Rücken zum Beckenrand. Holen Sie kurz Schwung und ziehen Sie die Person so aus dem Wasser, dass das Becken auf dem Beckenrand aufsitzt. Sichern Sie den Rücken mit dem Bein und den Kopf mit der Hand und legen Sie die Person vorsichtig am Beckenrand ab.